willkommen zu einem neuen Video. Aus aktuellem Anlass mal eine Aktualisierung meines Hütten-Tracking-Setups, was ich jetzt auf einer, was haben wir heute, knapp achttägigen Alpenüberquerung oder Alpenquerung dabei hatte. Mussten die Route ein bisschen verändern. Also bloß mal ganz kurz drüber gegangen. Ihr seht es schon, das eine ist mein Schirm, der hat mir sehr, sehr gute Dienste geleistet, sowohl beim Regen als auch jetzt wieder bei der Sonne. Das ist einfach angenehm, hier ein bisschen Schutz zu haben. Dass ich auch die Hände frei habe, das hatte ich euch schon in meinem extra Video gezeigt. Dann auch dabei hier vorne mein Carbon-Tracking-Stock, der ist auch immer mit dabei, nur einer, wie auch das letzte Mal. So, und wenn wir dann da an die Sachen gucken, wo ich direkt rankomme, zwei halbe Liter Wasserflaschen sind jetzt beide schon leer. Dann haben wir tatsächlich ein paar Handschuhe, denn auch wenn hier mega die Sonne scheint und die auch richtig ballert, ist es gar nicht mal so warm. Wir sind immerhin auf über 2500 Metern. Hier waren noch ein paar Snacks drin, klar. Ganz wichtig, ein Buff, ist für alles Mögliche gut. Kleine Mütze, auch wichtig. Ups. Und den Schirm machen wir jetzt mal zusammen, damit ich euch den Rest zeigen kann. Das Besondere hier dran ist auch der Rucksack selber. Das heißt, der ist nämlich komplett selbst genäht tatsächlich. Werde ich euch irgendwann später nochmal genauer vorstellen, weil diese Version gefällt mir noch nicht perfekt. Aber sie hat sich trotzdem ganz gut geschlagen. Hinten am Rucksack ist meine kleine Isomatte auf Torsolänge gekürzt, denn wir haben tatsächlich auch eine Nacht draußen übernachtet, mit Erlaubnis des Bauern entsprechend bivakiert. Dann an der Seite sind ein paar Heringe, die waren für das Bivakieren gedacht, hatte ich dann tatsächlich nicht gebraucht. Und noch einen extra Filter, auch den habe ich nicht gebraucht, da ich alles mit dem Ketodyne B3 Filter gemacht habe. Diese Tour, der hat mich sehr überzeugt. Schönes Teil. Ups, der andere war mehr zum Testen noch mit dabei. Achso, einmal hatte ich vorne noch vergessen. Schnell erreichbar, immer zur Hand. Gerade in der Höhe und bei der Sonne Sonnencreme in so einem Stick, 50er natürlich, und ein klein wenig Lippenpflege des Blistex. Dann hinten im großen Stretch Pocket ist vor allen Dingen meine Regenjacke, meine Track Dry Jacke, die auch als Windjacke dient in der Stelle, und ja, so ein paar Rechnungen und Zeug, das ist jetzt nicht interessant von den Hütten. So, und wenn wir das Ganze öffnen, kommen als erstes ein paar Latschen von 4-Sterne-Hotel, denn wir haben uns jetzt die letzte Nacht noch mal ein bisschen gegönnt. Die sind halt extra, sind jetzt meine Hüttenschuhe geworden. Wenig Instant-Kaffee. Hier war auch die ersten Tage unser Essen mit drin, denn wir hatten die ersten Tage Selbstversorgung. Ein paar Snacks, Nüsse. Mein Kochkit, an der Stelle die Gasversion. Dadurch, dass wir zu zweit hier unterwegs sind, ist es einfach einfacher von der Handhabung als das SPZ zu nutzen. Das hatte ich euch ja schon mal extra vorgestellt. Dann meine Windhose, meine Tyvek-Windhose. Das wird was sein, was ich noch mal ein bisschen optimieren muss. Die ist noch nicht ganz so robust wie gedacht. Mein Arc'teryx-Shirt. Didi-Bag, also alles was Hygiene, Elektronik, der ganze Spaß ist, das hatte ich euch auch schon mal extra vorgestellt. Da hat sich nicht viel geändert. Nur eine größere Powerbank, weil wir eben auch zu zweit sind. Dann meine Schlafklamotte, wieder in dem Sito Summit Headnet. Mit Socken, nochmal ein paar, eine Merino-Unterhose und meine Decathlon-Schnappschrift. So, dann haben wir noch, ja, Mikrofaser-Tube, Packtowel, wasserdichte Handschuhe oder Fäustlinge. Dann noch ein Montan-Longsleeve, das war auch ganz wichtig jetzt die letzten Tage. Mein Regenkilt, Rainkilt, Regenrock, wie auch immer, hat sich auch bewährt. Ja, das hatte ich
nicht gebraucht. Das ist das Mikrotarp für den Biwaksack. Aber wir hatten gutes Wetter. Dann natürlich auch dabei, dadurch, dass wir draußen geschlafen haben und dadurch, dass 2020 die Hütten ein bisschen anders strukturiert sind hier in den Alpen, mein Magic 125 Zip Down Schlafsack, ausnahmsweise im Stuffsack. Das aber nur, weil ich den Rucksack mir noch nicht sicher war, ob ich das da wirklich reinpressen kann, wie ich sonst mache. Ja, und das war's auch hier schon in dem Packliner. Der ist natürlich auch wieder mit dabei, damit alles schön wasserdicht geblieben ist. Und dann haben wir hier meinen selbstgemachten DCF Biwaksack. Entsprechend wasserdicht, atmungsaktiv. Hat sich auch bewährt, hat gut geklappt. Und weil eben dieser Rucksack noch als Prototyp fungiert und ich mir nicht sicher war, wie robust ist das Material, habe ich es tatsächlich gewagt und habe noch einen Rucksack dabei. Falls der andere Probleme gemacht hätte, hätte ich umpacken können, aber er hat es soweit gehalten. Ein paar Nähte sind mir ein bisschen aufgegangen, deswegen da muss ich noch mal ein bisschen nacharbeiten, aber insgesamt bin ich ganz happy mit meinem Design. Und ganz unten ist natürlich auch nochmal Erste Hilfe und Reparaturset mit dabei, auch ganz klar. Ja, und dann noch die Sachen, die ich anhabe. Das heißt, meine Laufshort von Raidlight mit integriertem Slip entsprechend. Meine Vivo Barefoot Primus Trail Trailrunning Schuhe. Mal wieder einwandfrei geklappt. Also wir haben mehrere tausend Höhenmeter gemacht, mehrere Kilometer gemacht. Das war alles kein Thema, ging sehr, sehr gut. Innovate Merino Socken, auch die haben sich bewährt. Und mein Fleece-Pulli von MacPack. Das Ding ist auch einfach klasse, ich liebe das. Ja, und dann für das Geld letztlich noch ein kleines Fanny Pack. Da ist nur das Geld drin oder manchmal auch auf der Hütte eben noch das Handy, wenn man das mal alles so beim Mann haben will. Jo, das war's. Insofern, das als kleine Inspiration, wenn ihr eure eigenen Touren plant, denn wir haben eine ganze Menge Leute gesehen, die viel, viel, viel dabei haben und mit dem ganzen hier hat uns überhaupt nichts gefehlt, also auch mein Wanderpartner hatte Ähnliches dabei und wir konnten uns nicht beschweren, also denkt wirklich drüber nach, was ihr alles mitnehmt, guckt ein bisschen, das ist, was wir jetzt dabei hatten und was völlig ausreichend war für unsere 8 Tage. Bei wechselhaftem Wetter, bei so schönem Wetter, aber auch bei wirklich Regen mit Gewitter und also richtigen Mistwetter letzten Endes. Hat alles geklappt. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.